Liebe Freunde des Wortes Gottes, wir kommen nun in der Reihe Jesus Christus, Heiland und Herr, zur 9. Lektion. Die 9. Lektion ist die Auferstehung Jesu Christi, erster Teil. Ich möchte dazu zunächst aus Jesaja 53 einen Vers vorlesen. Jesaja 53, Vers 10. Doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen Jehovas wird in seiner Hand gedeihen. Ich werde jetzt wie in der ganzen Reihe Jesus Christus, Heiland und Gott nicht allzu sehr viel diktieren, es ist einfach offensichtlich zu viel, sondern ich werde das, was ich diktieren wollte, hier jetzt hineinschieben. So. Die Auferstehung Jesu Christi, Teil A. Ich werde aber zunächst nochmal ganz kurz erklären, wie kommt ihr nachher an das Pfeil nach dem YouTube, sodass ihr es selber auf eurem Rechner speichern könnt, und was meine Hoffnung für euch ist, dass ihr es abschreibt, diese Ordnung, und dass ihr dann auch jeden Bibelvers nachlest. Das gibt die Verknüpfung im Herzen, im Hirn, und dass ihr mit Freunden darüber sprecht, ob sie es wollen oder nicht. Das gibt Sicherheit des Glaubens, wenn man das macht. Also ich zeige nochmals, wie man dazu kommt. Ihr geht auf bibelkreis.ch, bibelkreis.ch, dann hier auf LADWGAYT. Und dann geht ihr auf das gewünschte Pfeil, also hier. Und jetzt sind wir in die Auferstehung Jesu Christi. Unterteilt in die Art der Auferstehung, die Auferstehung des Leibes, dann in der Prophetie. Diesen Vers hatte ich vorhin vorgelesen. Da ist er doch. Doch Jehova gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Das ist der Vers gewesen. Und jetzt sind wir wieder hier. Die Typologie, also die bildhafte Voraussage, Hinweise auf den Tod des Herrn. Dann die Ankündigung des Herrn selber in den Evangelien. Dann die Erfüllung. Der Leib war weg. Die Grabtücher waren noch da, die Frauen umfassten seine Füße, er hatte Fleisch und Gebein, er war erkennbar, er hatte aus besonderen Gründen noch seine Wundmale. Die Auferstehung Jesu war eine Auferstehung, keine Totenauferweckung und so weiter. Dann die Erscheinung des Auferstandenen. Die Rekonstruktion der Ereignisse am sogenannten Ostermorgen. Das Wort Oster übernehme ich einfach, weil es so bekannt ist, aber das Wort kommt in der Bibel natürlich nie vor. Leider hat es sich durchgesetzt, aber gut. Mindestens 12 Erscheinungen des Auferstandenen. Das sieht man in diesen einzelnen Bibelstellen. Ganz kostbar, wenn ihr die präsent habt. Dann die Auferstehung Jesu, eine historische Wirklichkeit. Einige Gedanken dazu, woher man das hat. Wo findet man die Auferstehung im Wort selber? Dann der Einfluss der Erscheinung auf die Jünger. Die Bedeutung der Auferstehung. Die Konsequenzen der Auferstehung Jesu für Jesu Christi. Für die Gläubigen. Also Rechtfertigung, Erfahrung der Buße, Erfahrung der Wiedergeburt, für die Welt,
für Israel, für die Heilige Schrift. Also nochmals, wie kommen wir an das Pfeil, wo er es nachher abschreibt? Am besten in Bibelkettenangaben, so wie das Coffield gemacht hat. Das ist, war für mich genial, muss ich sagen. Ihr geht auf bibelkreis.ch, dann auf LADWGAYT und dann die Auferstehung Jesu Christi und ausdrucken oder sichern und dann in eure Bibel übertragen, jede einzelne Bibelstelle nachlesen unter Gebet und Danksagung. Das wünsche ich euch von Herzen. Einen guten Tag.